Jawohl, ihr Lieben! Jawohl, ihr Lieben! Einen wunderschönen guten Abend, schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier zu Rentourismo 7. Mal heute ein Video zum Geld verdienen. Und zwar können wir 5 Millionen in einer Stunde verdienen. Und ich zeige euch, wie das geht. Das Ganze geht auf dem Daytona Speedway, oder wie er heißt, auf dem Daytona Rundkurs. Seit dem Update 1.40 geht es, glaube ich. Wird sicherlich irgendwann rausgepatcht, aber noch könnt ihr das machen. Und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Wenn es euch gefällt, gerne ein Däumchen da lassen und ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Ansonsten auch gerne einen Kommentar unter dem Video. Wir legen los. Auf wie geht's? Gran Turismo 7, The Real Driving Simulator, Leute. Let's go. Dazu müssen wir eben erstmal hier auf der Weltkarte. Da gehen wir erstmal hier auf gebrauchte Autos. Da müssen wir eins kaufen. Das gibt es irgendwie nur da, glaube ich, hier. Das ist der Abarth 595 SS von 1970, Leute. Kostet nicht so viel, 48.900. Ich hab den schon. Da oben ist er. Ich hab den auch schon so ein bisschen getuned, aber wir müssen einen anderen Motor einbauen. Den habe ich noch nicht drin. Dann ist der nochmal ein bisschen flotter. Da gehen wir auf GT Auto. Fahrzeug, Wartung und Service. Und ja. Wir können auch die breitere Karosserie einbauen hier. So, installieren. Let's go. Wird ein bisschen gezogen, ein bisschen gezerrt. Richtig schick. Arbeit abgeschlossen. Und neuen Motor. Let's go. Kostet 127.000. Ja, also die müsst ihr auf jeden Fall haben. Ganz nette Animation, sehe ich tatsächlich zum ersten Mal, habe ich vorher nie gemacht. So, das war's. Hier müssen wir ja nichts machen. Ist ja hier alles neu hier, Motor ist neu. Da brauchen wir hier nichts hier, Motorüberholung oder so brauchen wir nicht machen. Autowäsche können wir vielleicht mal machen, dann ist er wieder schick hier für das nächste Mal. Da. Für unser neu drin. Jetzt müssen wir in den Tuning Shop. Erstmal hier kurz warten, wird abgespeichert. Ja, fertig, erfolgreich. Und jetzt tunen wir den einfach bis zum Get-No, Leute. Fahrzeuganpassung, war hier noch was? Ja, ihr müsst euch hier, ja stimmt, hier war noch was, Anpassungsteile. Ihr müsst an der Front, baut ihr euch hier noch einen Spoiler ran. Ist jetzt nicht so wichtig, aber dann ist er viel einfacher zu steuern. Also habt ihr ein bisschen mehr Traktion und eiert nicht so rum auf der Strecke. Gut, das war's hier. Gehen wir zurück. Zurück. Und auf Tuning Shop. Jetzt muss ich mir natürlich auch nochmal alles neu kaufen. Weil. Ja. Ich habe ja alles für den alten Motor gekauft. Ist halt so wahr. So, wir machen erstmal hier Nockenwelle rein. Let's go. Die machen wir rein. So, dann haben wir auf Extrem. Da brauchen wir nichts, da brauchen wir nichts. Lachgas können wir noch mit reinnehmen. Dann sind wir noch ein bisschen flotter. Dann Anti-Lag-System auf jeden Fall rein. Alles, was den Motor, alles, was das schneller macht, und da reinmachen hier. Alles. Alles, was das Auto schneller macht. Kann hier rein. Ja, oder wenn hier einfach alle drin. Was kostet die Welt? Kriegen wir ja alles wieder rein. So, Turbolader machen wir rein. Hohe Drehzahl. Denn so, jetzt müssen wir mal gucken hier. Anpassbare Getriebe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so wichtig war. Auf jeden Fall Sperrdifferenzial müssen wir machen mal rein. Mal kurz schauen. Die haben wir. Gewichtsreduktion. Ja, die haben wir schon. Stimmt, die war ja für die Karosserie. Die haben wir schon. Nee, hier brauchen wir nichts weiter. Semirennen.
Der haut auch noch mal ein bisschen rein. Voll anpassbarer Computer hauen wir mit rein. Oberwelle hauen wir mit rein. So. Hier bei Rennen haben wir alles. Hubraum wird nochmal erhöht, maximale Leistung. Auch mehr. Ja, hau rein hier. Reifen nehmen wir Komfort Mittel. Ne, Quatsch. Komfort Weich. Und Komfort Mittel. So. Okay, dann gehen wir hier mal in die Garage. Dann auf Fahrzeugeinstellungen. Komfort weich und hinten machen wir Rennen weich. So. Jetzt haben wir 505. Höhenanpassung gehen wir ganz runter. Da gehen wir auf 10 bei Stabilisator. Hier gehen wir ganz hoch. Hier gehen wir auf 50. Eigenfrequenz machen wir auf 310, also auch ganz hoch. Und hier auch 325. Negativer Sturz gehen wir auf 2,5 und 6. Spurwinkel lassen, machen wir auf 0. Hier haben wir voll anpassbar. Da gehen wir auf 60, 60, 5. Okay. Das lassen wir alles so. Da können wir eh nichts anpassen. Dann haben wir Getriebe. Gehen wir auf 80. Lachgas gehen wir auch ganz hoch. Anti-Lag-System machen wir auf stark. Da lassen wir auf hohe Drehzahl, haben wir ja extra so gekauft. Jo. Der Rest kann alles so bleiben. Jetzt haben wir insgesamt 500 LP-Punkte. Mal schauen, die sollten eigentlich okay so sein. Probieren wir mal aus. Dann gehen wir nochmal ganz fix in den Shop. Hier bei Autos, Brand Central. Da braucht er nämlich noch ein Auto. Hier bei Dodge. Den Tomahawk müsst ihr euch holen. Der ist relativ teuer, kostet 1 Million. Also die müsst ihr auf Tasche haben. Ich weiß nicht, ob man den mal irgendwo gewonnen hat oder so. Also ich hab das hier mit dem. Ich hab mir den gekauft. Weil er die maximale Leistung hatte, dachte ich mir so, ja, das passt vielleicht. Mit 1929 kW. Und dann müsst ihr den nämlich auch noch anpassen. Aber ich glaube, in der Endgeschwindigkeit sind die wahrscheinlich alle sehr ähnlich. So, den müsst ihr nämlich auch noch anpassen. Da wechseln wir mal das Auto. Gehen wir mal in die Garage. Und wählen den Tomahawk aus. Und gehen hier auch in die Fahrzeugeinstellung und da müsst ihr nämlich hier bei Getriebe wo haben wir's? Da müsst ihr auf manuelle Anpassung und hier 51, 52, 53, 4, also macht einfach so hier. So müsst ihr das einstellen und mehr müsst ihr hier eigentlich bei dem nicht machen.
Ihr werdet gleich sehen, was passiert. Wir wechseln wieder das Auto. Wo ist er? Da ist er. 500, meine ich. 576. Ja, sehr schön. Dann geht er auf Daytona. Erstmal hier auf Weltstrecken. Amerika. Hier rechts Daytona. Und was auf jeden Fall vom Vorteil ist, wenn er die Streckenerfahrung abgeschlossen habt. Also alles auf Gold. Dann bekommt er mehr Bonus. Hier. Da gibt's mehr Geld. Und da stellt er euch das ein. Hier, ich habe schon gespeichert. Einstellungen laden. Hier. Glitch habe ich es jetzt genannt. Weil das wird bestimmt noch hier fix wieder und dann geht das nicht mehr. Einstellungen sind geladen und dann seht ihr, wenn wir gewinnen, kriegen wir 1,16 Millionen plus den Bonus. Ich habe es jetzt hier auf 30 Runden gestellt, aber wir werden mal runtergehen auf 10, denn das ist wirklich langweilig. Also man kann es auch lassen. Also man muss das nicht machen. Ich finde es auch sehr dröge. Ich habe das einmal gemacht und ja, aber wenn man mal schnell Geld braucht, kann man das ja mal machen. Hier so ist das ja. Okay, so wir machen mal hier. Das Lachgas drehen wir mal ganz hoch. Hatte ich vorher nicht eingebaut. Jetzt machen wir das mal rein. Und soll das hier noch irgendwie aktivieren? Nein. Ich glaube nicht. So, das war's. Dann müsst ihr auf jeden Fall hier bei stellt er ein 20 Fahrzeuganzahl, Starterfeld 20, Intervall für fliegenden Start, 20 Meter, kann man vielleicht höher gehen auf 30, dann hat man ein bisschen mehr Abstand zum Vordermann. Spielt jetzt für Trend keine Rolle, wir werden eh vorbei düsen an alle. Boost, was ist der Boost? Liegen Sie denn gerade der Boost-Funktion fest? Achso, nee, das machen wir aus hier alles. Windschattenstärke. Das lassen wir einfach so, wie es ist. Reifenverschleiß aus, Treibstoffverbrauch aus. Auftanken brauchen wir eh nicht. Bodenhaftungsverlust abseits der Strecke ist alles egal. Hinter alles so lassen. hier müsst ihr auf jeden Fall bei Rivalenauswahl müsst ihr aus Garage wählen. Dann hier Rivalen Schwierigkeit Profiklasse, ganz wichtig. Und dann wählt er hier, geht er hier auf, geh mal raus hier, aus Garage wählen. Da müsst ihr dann hier den Tomahawk auswählen. Und ihr habt ja dann den, euren Abart, den ihr euch ja gekauft habt, der ist ja dann da drinne, wenn ihr mit denen hier reingegangen seid. Und das war doch schon hier. Strafen alle aus. Flanken sind an. Und ja, dann gehen wir mal rein, probieren es aus, gucken wie es läuft. Let's go. Und am Start am besten kurz bremsen. Ja, und am Start am besten kurz bremsen. So, und drücken wir mal hier Lachgas. Und feuern jetzt hier durch. Die Bande könnt ihr ruhig berühren, das ist egal. Und Lachgas hält jetzt hier fast unendlich, haben wir hier hochgedreht. Und da feuern wir jetzt hier lang. Weiß gar nicht, wie schnell wir sind. Tacho zeigt gar nicht so viel an. Ist gar nicht dafür ausgelegt, ist so geil. Jetzt sind wir schon in der zweiten Runde, da sind schon die Jungs. Und einfach hier immer an der Bande bleiben. Da sollte eigentlich nichts passieren. Ihr könnt die Runden natürlich auch hochschrauben, also. So bis 30 Runden ist der Gewinn noch okay. Ab darüber wird der Gewinn ein bisschen geringer pro Runde. Deshalb ist so der Peak so 30 Runden, sag ich mal. Könnt aber natürlich auch mehr machen, wenn ihr Bock drauf habt. Aber ich finde das schon arg dröge hier. So, Runde 4.
Aber es geht ja relativ fix. Also guck mal, seht ihr ja hier. Jetzt machen wir hier gleich wahrscheinlich 600.000 oder so. In 8 Minuten. Mit dem Bonus. Also wenn er nirgendwo anditscht, kriegt er das natürlich nur. Ansonsten sind es, wie ihr gesehen habt, was war das? 380 oder was? Knapp 400.000. Ist auch okay. Also kann man auch mitleben. Dann habt ihr auf jeden Fall das Auto schon wieder drin fast hier, den Tomahawk, den ihr dafür kaufen musstet. Und hier musstet ihr ja auch noch ein bisschen was investieren in den Wagen. Ja, seht ihr, wir kommen auf jeden Fall vorbei an die Autos. Hoch auf der Geraden, wenn sie ein bisschen weiter rechts fahren. Ansonsten fahren die immer relativ tief, weit links von der Strecke. Oh, Lachgard ist bald aufgebraucht. Reicht nicht ganz für die 10 Runden. Leider. Aber ist auf jeden Fall ganz gut, weil dann geht es ja nochmal eine ganze Ecke schneller, wenn er das einbaut. Geht auch ohne. Könnt auch langsamer fahren, ich bekomme trotzdem die ganze Kohle. Es geht ja nur darum, dass ihr gegen ein viel schnelleres Auto, hier der Tomahawk, mit eurer Alarmkiste gewinnt. Darum geht es ja eigentlich nur. Aber ob ich das jetzt hier regelmäßig machen werde, ich glaube nicht. Also denn mir ist das echt zu anstrengend, zu dröge. Nur wenn man wirklich mal hier fix Geld braucht, glaube ich, mache ich das. Ich setze mich jetzt hier nicht hin und erfarme mir so, weiß ich nicht, 20, 30 Millionen oder so. Ist an sich ganz cool so, gerade wenn man nicht so viel spielt, dann hat man ja logischerweise auch nicht so viel Geld. Aber jetzt probiere ich das mal aus hier mit dem... Ah ne, jetzt kommt schon die nächste Kurve. Da ist es schon ganz angenehm, dass man so auch ein bisschen Geld zusammenbekommt. Weil anders kommt man fast schwer ans Geld. Außer natürlich, wenn man fährt hier diese Sparen, dauert aber auch eine Stunde, da bekommt man dann 1,5 Millionen. Mit dem fehlerfreien Bonus, den bekommt man aber garantiert, das ist eigentlich auch ein Fehler. Mich wundert, dass das nicht gepatcht wird. Denn ich glaube, das geht jetzt mit dem Update 1.4.0 immer noch. Le Mans gibt es auch nochmal ein Rennen, da kriegt man glaube ich 500.000 oder 700.000 mit Bonus. In einer halben Stunde knapp. Ja. Und die machen wir jetzt hier in knapp 7 Minuten. Oder 8. Das ist dann nochmal ein Unterschied. Könnt ihr euch zum Beispiel in der Wartezeit im Multiplayer oder was, wenn ihr da auf jemanden warten müsst. So, jetzt probiert ihr mal hier rechts vorbeizufahren. Guck mal, das geht. Ohne Lachgas sind wir noch mal eine ganze Ecke langsamer. Da kommen wir sogar um die Kurve fast rum. Ohne anzuditschen. So, das war's schon. Wir haben jetzt gebraucht 7 Minuten und 18 Sekunden. Haben die Kollegen 6-mal überrundet. Ah ne, die sind doch 6-mal überrundet, wa? Ja. Oder sind sie nur 6 Runden gefahren? Ne, keine Ahnung. Ne, 6-mal überrundet haben wir die, oder? Ach, ist ja auch egal. Und fehlerfrei knapp 600.000 in 7 Minuten haben wir jetzt bekommen, Leute. Das ist das ganze Geheimnis zu dem Glitch hier, zu dem... Ja doch, Glitch kann man schon fast sagen, obwohl der ja nicht wirklich ein Glitch ist. Man nutzt ja nur die Mechaniken von dem Spiel aus. Bis aufs Getno, sag mal, also auf derbste, auf fieseste Sache nutzt man das aus. Ja. Aber es ist halt auch sehr langweilig, Leute, muss ich dazu sagen. Gut, das sollte gewesen sein mit dem Video. Hier könnt ihr euch ein bisschen Geld erfarmen.
geht relativ fix. Also da könnt ihr dann, habt ihr dann knapp, was sind das dann? 5, 6 Millionen in der Stunde? Müsst natürlich immer den fehlerfreien Bonus haben, wa? Also. Das ist klar. Also lohnt sich schon. Aber man muss Bock drauf haben. Da oben noch schön mit dem Flieger hier. Richtig geil, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart hier bei dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen und ein Abo da. Ansonsten auch gerne einen Kommentar. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal auf der Strecke. Bis dann, bye bye, mach's gut. Ciao, ciao und bis bald. Bye, bye.